Hallo YouTube, hier ist er wieder, der Sven, euer Küchenmagier, und ich finde mich auf einem NABU Umweltzentrum mit einem Kräutergarten, der ist 200 Quadratmeter groß, und den möchte ich euch jetzt mal zeigen. Da gehen wir jetzt mal rein. Da ist Minze. Hier sind Gräser. Das ist übrigens sehr weich ist. Und überall sind die Sachen auch richtig mit beschriftet. In der Mitte steht ein Springbrunnen, angetrieben von Solarkraft. Das ist der Kräutergarten. Ebenfalls auf dem NABU-Gelände gibt es ein Hochmoorbeet ist hier, und da gehen wir jetzt mal hin. Da sind seltene Pflanzen, die auch vom Aussterben schon bedroht sind, geschützt angebaut geworden. Das heißt nicht angebaut, die werden da in einer geschützten Umgebung, können die da wachsen. Da marschieren wir jetzt mal hin. Da ist unter anderem der Gagelstrauch mit drin und fleischfressende Pflanzen. Die sind aber leider noch nicht gewachsen, weil die kommen erst noch. Das ist das Hochmoorbeet. Von unter der Erde wird das gespeist. Und hier sind, wie gesagt, fleischfressende Pflanzen drin. Oh, da sind sie schon, ganz klein, habe ich gar nicht gesehen. Kamera muss erstmal scharf stellen. Das ist der Sonnentau. Was haben wir denn da? Und das ist der Gagelstrauch. Er wurde früher genutzt zum Gerben. Und haben es die Menschen natürlich wieder mal übertrieben. Deswegen ist es eine geschützte Pflanze jetzt. Da steht dann der Naturschutz. Und ebenso auf dem Gelände befindet sich ein Teich mit sehr vielen Tieren, unter anderem Kaulquappen, Frösche sind da drinne, Libellen fliegen oben rüber, eine Menge Wasserpflanzen sind mit drin, und das zeige ich euch jetzt mal. Da ist er. Seerosen sind auch ein paar drauf. Da gehen wir jetzt mal hin. Das geht da hinten noch weiter. Da drin, die sind natürlich unter Wasser, sind sehr viele Kaulquappen. Die Wellen schwören hier rüber. Und mit ein wenig Glück kann ich jetzt noch ein paar Frösche vor die Linsen bekommen. Das wird das gleich platschen. Da sind sie am Springen. Da sind sie. Die hauen natürlich immer sofort ab, wenn man näher kommt. Ja, das war mein kurzer Einblick in die Welt vom NABU. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich habe ja seit langer Abwesenheit jetzt mal wieder eins gemacht. Ihr wisst ja selber, wie das mit der Zeit ist.
die rennt dann immer weg. Aber heute hatte ich die Gelegenheit dazu und habe ich das auch gleich mal genutzt. So, mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald, euer Küchenmagier.